Sudula, der Bau einer kleinen Brücke endete mit einer kleinen Katastrophe im Straßenverkehr. Wir tun so, als wäre das nie passiert. Aber wie darauf. Also das hier hat irgendwie... Dieser Straßenbauversuch hat nur dazu geführt, dass Löcher im Berg sind. Ich versuch's nochmal. Also, wir lassen die Höhe konstant weg. Gehen mal auf 40 Meter gebogen. Setzen hier an. Hier. Aber da ist, wird angezeigt, Steigung zu groß. Wie komme ich da oben hoch? Es kann sein, dass ich da gar nicht hochkomme, sondern dass wir das hier oben kaufen müssen. Ich mache mal Höhe konstant. Nee, dann bleiben wir unten, ne? Aber wenn ich jetzt Höhe konstant und dann auf 50 Meter... Ist es das oder ist es das nicht? Schon wieder nicht. Ach nee. Aber ich glaube, wir nähern uns der Sache. Ich versuch's noch einmal und macht wieder Höhe konstant, denn sagen wir mal eine riesengroße, sagen wir mal Höhe 100. Setzen hier an. Überhaupt, damit wir überhaupt wissen, was wir gehen mal ins Maximum. Damit wir wissen, ob das überhaupt. Ja. Ja. Ich glaube, im Prinzip klappt das so. Ja! Mit ein bisschen Beharrlichkeit. Da ist es doch. Jawoll, ja. Sehr cool. Hat funktioniert. Zauberhaft. Es muss nur die Verlängerung noch klappen. Hoffentlich schmiert uns das nicht ab. Bin ich total neugierig. Es ist eine Straße zum schönen Ausblick hier. Fahren wir einmal komplett lang. So. Jetzt kommen wir hier oben, jetzt können wir hier oben unsere Sonnenkraftwerke platzieren. Es geht doch. Im Chat, wer hat an mir gezweifelt? Wer traut sich, das offen zu schreiben? Ich wette, ihr habt alle total an mich geglaubt. Also ich selber war mir ein bisschen unsicher, ob es klappt. Ein Sonnenkraftwerk, bitte. Auf den Hang. Keine Straße in der Nähe oder doch? War eine Straße? Gibt's, war ja gerade ein Straßenanschluss? Ich will mal hoffen, dass ja. Ja, läuft und funktioniert. Strom? Wir bauen noch eins daneben. Gleich noch eins. Eins neben das andere. Hier vorne hin, so. Geht doch. Da entsteht es über Zeit. Zweifel. Was ist das? Meint Murdoch von Livien. Hände am Steuer ist was für Amateure, Leute. Im Ernst. Hände am Steuer. Wer hat das nötig? Ich nicht. Ich will mal versuchen, ohne die Hände ans Lenkrad zu nehmen, da runterzukommen und gucken mal, ob das klappt. Hände am Steuer. Nein, es geht nicht.
Okay, das war jetzt zu viel gepokert. Ein Sonnenkraft. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Das sind unsere Sonnenkraftwerke hier. Cool. Guck mal, da links der Blick auf unsere Stadt. Ja. Jawohl, ja. Geht doch. Sunshine Avenue schlägt Gaunt als Name vor. Schade, dass sie keine Landstraßen hier haben. Also alles ist, hat irgendwie so denselben Innenstadt-Look, das ist ein bisschen schade. Jo, hat was. Da der Blick auf die Stadt. Da vorne muss die Brücke sein. Die will ich doch gerne mal mit euch fahren. Solange wir keinen Gegenverkehr haben. Gunst der Stunde nutzen. Hier geht's runter. Achtung. Boah, meine Güte, das ist Deutschland. Im Ernst, das ist ein Spiel made in Germany. Die hohe erkennt einer hohen Verkehrsschilddichte. Aber witzig viele Verkehrsschilder hier im Niemandsland. Überholverbot, Tempo 50. Das ist echt typisch Deutschland. Ein Verkehrsschild neben dem anderen. Und wohin geht's da? Fenner und Lisa! Unvergesslich! Das musste sein! So, das hat geklappt. So, Energie ist da. Im Ernst, das war für alle Filmfans. Arbeitslosenquote bei 1%. Das heißt, wir müssen dringend viel mehr Wohngebäude bauen. Spiel gespeichert. Die bauen wir hier vorne. Viel mehr Wohngebäude. Von den Dicken.
hier unten ein bisschen was weg. Reste von kleinen Häusern, die sind längst, also die sind steinalt. Da ist die Infrastruktur nicht mehr gut, Lärmschutz ist schlecht, die müssen deshalb abgerissen werden, aus Umweltgründen, auch um die Lebensqualität zu verbessern. Am schlimmsten ist der Lärmschutz vor Ort, wenn die Bagger kommen und die Gebäude abreißen, dann muss man die, spätestens muss man die natürlich erneuern hier. Ressourcen fehlen. Die Arbeitslosenquote war immer noch bei 1%. Ein Drucker arbeitet nicht, heißt es. Oh, da musst du die Druckerpatrone austauschen. Du hast doch noch eine Druckerpatrone oder neu kaufen. Wenn das nicht klappt, einmal einmachen und einmal ausschalten und wieder einmachen den Drucker. Oder gucke, ob der Papieranzug klemmt, der Papiereinzug klemmt. Gerne geschehen. Städtebautipps von WB. Sehr gerne geschehen. Ich hoffe, ich habe dich nicht missverstanden. Lieber wieder ist eine Idee. Oder etwa doch. Es fehlt Wasser, heißt es im Chat. Immer diese Argumente. Ein echten, eine Druckerpatrone plus Wasser. Wo denn? Ach, hier oben. Oh, haufenweise. Hör mal, das muss man auch sagen. Nicht nur so eine Geschichte erzählen mit Druckerpatronen und so komische Geschichten. Einfach sagen, hier, Druckerei passt nicht. Stattdessen so diese verklausulierte, bizarre Geschichte mit dieser Druckerpatrone. Also sehr seltsam hier. Sehr komisch. Hi Toni, liebe Grüße. Liebe Leute, seid mal alle in meinem Namen auch nochmal. Dickes Dankeschön an Toni, der so lange Zeit als Hauptsponsor auf Patreon unterwegs war, das jetzt aus privaten Gründen gerade nicht kann. Und nochmal ein dickes Dankeschön auch an dieser Stelle öffentlich nochmal dafür, wie lange du das gemacht hast. Das war ich total zu schätzen. Es war immer eine Freude, mit dir zusammen Events zu machen und andere Sachen. Oder hinter den Kulissen ein Schwätzen zu halten bei unseren Treffen. Und bei der Gelegenheit sollten wir vielleicht erst heute nicht da. Ich glaube, den feiere ich erst dann, wenn er da ist. Wir haben auch schon jemanden, Toni, der für dich eingesprungen ist. Und wenn ich den, der ist heute nicht da, den benenne ich euch, wenn er das nächste Mal hier auftaucht. Arbeitslosenquote 3%. Versorgung der Bevölkerung. Papier haben wir jetzt genug. Es liegt tatsächlich doch vielleicht an den Büchern. Oh, hier unten Wasserprobleme. Gespeichert. Wir bauen noch eine richtige Bücherei. Boah, nehmen die Druckereien viel Platz weg.
Das sind ja, wir brauchen für die nächste Stufe noch sehr viel mehr. Das haben wir alles gebaut. Fleisch, dafür haben wir noch nicht gesorgt. Da winken uns 100 Forschungspunkte. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir ziehen mal ganz schnell. Wir müssen noch haufenweise mehr Leute hier einfach hier leben. Haufenweise mehr Leute. Wir müssen einfach massiv nachsetzen. Im ganz großen Stil. So geht das einfach nicht. Baulücken schließen, bitte. Kaufen das Zeug einfach mal ein, was wir brauchen. Wir bauen mal einen weiteren Hafen. Warum nicht hier unten? Die Müllabfuhr bis dahin. Ja. Handelsmenü. Kaufen mal direkt ein bisschen Stahl mehr. Es sollten bitte immer 200 Stahl da sein. Geld ist ja da. Gilt auch für Eisen. Glas ist gerade ein kleines Problemchen. Da sollten wir ein bisschen nachbauen. Baumaterialien, Glas. Wir brauchen einen Quarzbruch und eine Glasschmelze. Quarz ist genug da. Glas geht so. In die Nähe einer Spedition, die noch nicht ausgelastet ist. Das ist hier unten. Das Spiel ist gespeichert. Prima. Alle Bevölkerungsgruppen sind im Augenblick zufrieden. Arbeitslosenquote nur bei 3%.
Spiele waren und bleiben ein Dauerproblem. Eisenerz brauchen wir auch mehr. Eine Eisenmine kriegen wir doch wohl noch hier hin, oder? 80% Produktivität. Und nochmal hier. Wie sieht es mit dem Glas aus? Quarz und Glas. Haben wir noch eine Quarzmine irgendwo hin. Das ging hier oben. Einmal hier. Einwohner in der Stadt. Wir müssen mal nachsetzen. Noch mehr Menschen bitte, die hier leben. Wir könnten auch mal die Baulücken schließen. Zuerst bauen wir das hier noch ein bisschen zu. Hier oben bitte noch. So, jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Steine schon wieder alle. Werden nachgekauft. Grumpelpumpe. Ich dachte, das sei ein Aufbauspiel. WB spielt es andersrum, ja. Vielleicht. Ich glaube, wir gehen auch mal immer ins Handelsmenü und wir haben mal einen Slot uns eben geholt und kaufen auch. Ne, Glas ist ja schon da. Da ist ja schon ein Glasslot auf Vorrat. Ein bisschen bauen. Spiel gespeichert. Füllen wir hier unten die Lücke.
und schauen mal, wie es jetzt aussieht mit allem. Wasser, Strom. Strom reicht, Wasser ganz knapp. Unbedingt ganz schnell für mehr Trinkwasser machen. Hier ist doch Platz satt. Das sind Fische. Ganz viele kleine Wassertürme. Setzen wir neben das Kraftwerk hier. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Wasserversorgung nun. Ja, ein bisschen kann man da auf Vorrat. Das funktioniert hier anscheinend nicht, warum auch immer. Komisch. Was ist denn hier falsch? Ich mache den mal weg hier. Scheint es zu klappen. Wasseranschluss. Ja, jetzt haben wir genug Wasser, jetzt haben wir auch knapp genug Strom. Wir bauen schon wieder ein Sonnenkraftwerk. Wie schön, dass wir hier oben so viel Platz haben. Das ist das dritte. Allein auf dem Hang das dritte. Wie geht es unseren Leuten? Nur noch. Wir bauen schon wieder mehr Büchereien. Büchereien, Spielzeug. Bier. Büchereien, Spielzeug, Bier. Und, oh, die Spedition ist gut ausgelastet mittlerweile. Und die langsam auch. Wir bauen hier unten noch eine hin. Eine dicke, eine nationale. Papier hatten wir genug, ne? Das Problem waren die Bücher. Mhm. Ja, geht doch. Einmal. Spielzeug. Das waren die hier. Und noch einmal. Arbeitslosenquote bei. Das Spiel ist gespeichert. 5%. Ansonsten läuft's doch, oder? Bücher kommen so langsam dazu, denke ich mal. Ja, das muss ich immer ständig ein Quarzproblem und ein Bierproblem. Hopfen ist da, Getreide ist da, wir brauchen noch ein paar Brauereien. Brauereien und Spielzeug.